Hallo, ihr lieben Kryptorianerinnen und Kryptorianer. Hier ist euer Oliver und heute gibt es einmal ein paar News über den bekannten Fall SEC gegen Ripple. So, wenn ihr da mehr wissen wollt, ich habe da zwei Videos gemacht. Guckt da mal rein, sucht die mal. Das ist hochinteressant und was da so abgeht. Korruption ist noch untertrieben. Und genau darum geht es im großen Teil eben bei dieser Thematik. So, lasst uns mal einen Blick werfen. Wir haben heute den 13. Juni. Wochenende war echt brutal. Und ihr seht hier, wir haben hier vom 10. Juni, ich zeige das mal schnell, vom 10. Juni haben wir hier noch einen Stand gehabt von 41 Dollar Cent. Sind wir jetzt runtergerauscht innerhalb von 3 Tagen auf 0,31858 US. Dollar. Das bedeutet, wir haben hier ein Minus vollzogen von 22,68%. Aber ihr wisst ja alle, wir kaufen im Bärenmarkt ein, um später groß zu verkaufen. Warum jetzt dieses Video? Es ist wichtig, es stehen fulminante Änderungen auf dem Plan. Dieses Gerichtsverfahren kann schneller vorbeigehen, als wir denken. Und hier seht ihr einen XRP-Enthusiasten, das ist BitBoy Crypto aus den Vereinigten Staaten und der hat gestern ein Video veröffentlicht, in dem er von einem Kontakt, der mit diesem Rechtsstreit verwandt ist, eine Information bekommen hat, die absolut brennt. Also hören sagen, ich kann es leider Gottes nicht bestätigen, ob das jetzt wirklich zu 100% der Wahrheit entspricht. Aber ich denke, es ist interessant zu erfahren. Und zwar hat BitBoy Crypto erfahren, dass die SEC bereits an Ripple zugegangen ist, um ein Settlement zu schaffen, um sich außergerichtlich zu einigen, was diese Klage angeht. Und jetzt kommt der Bums. Ripple hat das denied. Also Ripple hat abgelehnt, darüber zu sprechen. Ripple hat gesagt, wir haben starke Hand, wir sind gut aufgestellt, wir werden das jetzt nicht so mal schnell unterm Tisch beenden. So, was natürlich dafür auch spricht, war die mündliche Verhandlung letzte Woche am Dienstag, den 7. Juni, unter Richterin Netburn, die SEC zerlegt hat. Da habe ich auch ein Video gemacht, klickt da mal oben rechts ins Eck, da gehe ich drauf ein. Es sind zwei Videos, solltet ihr unbedingt angucken, damit ihr mal mitbekommt, was da los ist. So, noch ein weiterer Bericht. Und zwar hat die US-Journalistin Eleanor Terrett auf Twitter Einzelheiten über den Vorlauf und involvierten Personenkreis dieser Hinman-Rede, dieses Free Pass für Ethereum bekannt gemacht. Ich zitiere jetzt hier aus dem amerikanischen übersetzten Report. Sie hält eine Untersuchung der Ethikkommission in der Behörde für notwendig. Die Journalistin vermutet, dass Geldwerte, Motive und Verbindungen von SEC und Privatwirtschaft Einfluss auf die weitreichenden Entscheidungen hatten, Ethereum den gewünschten Status als nicht genehmigungspflichtige Kryptowährung zuzugestehen. Das ist auch Thema in diesem Video, diesen Videos, die ich gemacht habe über diese Gerichtsverhandlung. Ich habe das angesprochen. 15 Millionen Gründe gibt es da mal ein bisschen weiter zu suchen und der ganzen Geschichte auf den Grund zu gehen. Dann habe ich das auch angesprochen, dass die Richterin schon ein bisschen genervt war von dieser Verzögerungstaktik der SEC und jetzt auch die andere Richterin Torres, die ebenfalls mit diesem Fall vertraut ist. Hat eine Anfrage von der SEC abgelehnt. Es geht hierbei wieder um Schwärzungen etc. Ich zitiere jetzt hier: Das Gericht lehnt den Antrag der SEC auf Versiegelung ab und ordnet an, bis zum 14. Juni eine redigierte Version des Schriftsatzes einzureichen und unter Siegel auszustellen. Unter Siegel bedeutet, geht es jetzt hier um Mandantenschutz oder nicht, wobei redigierende Informationen nur in dem Umfang redigiert werden, die ja zum Schutz von Informationen erforderlich ist, die under siege eingereicht werden sollen. Was heißt das? Die SEC versucht seit langem hier diese Hinman-Mails nicht freizugeben.
Da steht wohl irgendetwas drin, was denen wirklich das Genick brechen könnte, und das wollen sie auf gar keinen Fall veröffentlichen. Die Richterinnen geben Gas, die möchten, dass das jetzt vonstatten geht und so schnell wie möglich abgeschlossen wird, und die SEC kommt jetzt echt unter Druck. Des Weiteren hat die SEC auch noch wie soll ich das sagen, einen Experten beauftragt, hier vor Gericht einen Bericht abzugeben. Der Mann heißt Patrick Doody, und Patrick Doody möchte einen Bericht einbringen, in dem er sagt, was die XRP-Käufer gedacht haben während des Kaufs. Okay? Also, irgendein Experte der SEC macht jetzt hier einen Bericht und sagt, was jetzt Abermillionen Menschen gedacht haben. Im Gegenzug dazu möchte die SEC verhindern, dass tatsächliche Ripple-Investoren und XRP-Käufer zu Wort kommen. Und das ist echt interessant. Es ist ja eine Verzögerungstaktik. Freunde, wir warten ab. Ist es für alle klar, dass Ripple hier gewinnen wird. Die Frage ist nur, nach wann. Das kann verdammt schnell gehen, und dann sind wirklich alle Experten der Meinung, da macht das Ding erstmal einen Hops nach oben. Auch da bin ich schon eingegangen, den Use Case von XRP. Das ist nur ein Use Case, den ich angesprochen habe. Ich schaue da nochmal in dieses Video hier rein. Da erkläre ich das. Es gibt noch viel andere Use Cases von XRP, NFT-Bereich, Smart Contracts etc. etc. Und da werde ich noch in einem anderen Video drauf eingehen. So, das war es jetzt mal. Kurze Infos über den Rechtsstreit der SEC gegen Ripple. Wie das alles aussieht und dass wir Gewehr bei Fuß stehen, um zu investieren. Denn der Preis wird unter Umständen sehr schnell nach oben schießen. Das war es jetzt von mir. Von Herzen wieder der Wunsch, Leute, werdet Zeit und bleibt gesund. Es gibt nichts Wichtigeres. Wir möchten investieren, um dann gut Gewinne auszucashen. Und das können wir am besten, wenn wir gesund bleiben. Okay? Alles klar. Das war es von mir. Ich wünsche euch alles Gute und bis bald.